Rücken. Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem Sondervideo aus Dänemark, live vom Strandcamping in Dänemark. Wir sind hier nach einem Wahnsinnstag, 30 Grad, ganz ungewöhnlich für die Nordseeküste, sind wir jetzt hier am Strand und genießen gerade eine unglaubliche Abendstimmung. Es ist der Wahnsinn, da geht die Sonne unter, das glaubt man überhaupt nicht. Ein Traum, ein unglaublicher Traum, das Wasser ist warm, wir haben etwas Landwind hier, deswegen sind die Wellen nicht so stark. Ja, Urlaub und keine Rasenvideos. Spektakulär, spektakulärer Abend. Ja, links gehen so ein paar Regenwolken gerade runter. Da scheint es so ein bisschen zu regnen. Rechts verschwindet die Sonne gerade hinter so ein paar ganz wilden Wolken. Das sieht unglaublich aus. Spektakulär. Ja, nun sitzen wir hier schön im weichen Dünensand, ein ganz feiner, herrlicher Sand hier, wunderbar. Damit kann man übrigens nicht die Rasenflächen besanden, funktioniert überhaupt nicht. Hörst du mal auf hier nicht, also ich hasse übrigens Sand. Sand ist furchtbar auf der Haut, ich mag Sand nicht, nur zum Rasensanden. Ja, das ist so das Ritual, man sitzt dann abends hier in den Dünen, schaut sich den Sonnenuntergang an. Du bist nur noch glücklich. Wir sind hier seit 50 Jahren auf diesem Campingplatz, ein ganz einsamer gelegener Campingplatz in den Dünen. Ein Natur-Campingplatz ohne Parzellen, man kann sich hier frei hinstellen, wunderbar. Und da fahren wir seit 50 Jahren hin, an die gleiche Stelle, völlig langweilig. Nein, es ist total erholsam. Wir lieben hier diese Nordsee, das Wasser, diese Dünen, die Luft, die herrliche, frische Nordseeluft. Ein Traum! Herrliche Abendstimmung hier, 18.30 Uhr, immer noch alles voll, ganz leichter Seewind, kaum Brandung, ganz ungewöhnlich für die Nordseeküste. Meine Frau ist wieder im Wasser, irgendwo da ist sie. Da, da. Ja, cooles Wetter. Erik, ist es jetzt so häufig passiert, dass diejenigen, die die Scheune nutzen, nicht mehr TÜV-fähigen Wohnwagen einfach stehen lassen.